Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play. Wir sind bei Folge 171. Wir sammeln immer noch Götzen. Und mal gucken in dem anderen Lager, ob es da noch ein paar Götzen gibt, die so rumstehen. Was ich ziemlich hoffe. Das ist alles etwas mau. Wenn da nur zwei Stück stehen. Weidetruhe. Kräuter. Und Regen. Ja, die Sammellust. Die macht oft Frust. Den wollten wir jetzt nicht. Schwingen wir uns mal wieder aufs Pony. Gucken mal da hinten, was da so los ist. Schwupp. Hier die schwarze Biene. Götze, der ist respawned. Die vorne auch bestimmt gleich respawnen. Stand ja auch irgendwo eine. Mann. Aber dann müssen wir respawnen. Na ja, gut. Müssen wir das halt so machen. Wenn die nicht anders wollen. Das Ganze hatten wir die schon getötet. Als wir hier waren damals. Hat man auch so eine Vorquest gehabt, wo man die Flügel sammeln musste. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe irgendwie im Kopf, dass es die eigentlich da gab. Naja, was soll's. Cooler als wenn er schwarz wäre, ne? Aber man kann ja alles haben. Ich finde es auch sehr doof, dass wir keinen anderen Götzen hier haben. Können wir nochmal rumreiten? Ich bezweifle es. Stimmt es darum auch nur dieses Gebiet hier eingekreist? Ja. Gucken wir mal da hinten. Wir wissen ja theoretisch, wo es die gibt. Aber die komischen Tore. Da hinten ist einer.
Ups. Hier noch irgendwo eine. So. Die haben wohl Glück und anderes, wir respawnen in der Zeit. Dann haben wir das auch geschafft. Hohoho. Das wäre doch cool, das wäre doch cool. So. Reiten wir mal zurück und geben mal unsere Quests ab. Und dann verkaufen wir mal. Weil das ist auch wichtig, weil wir haben ziemlich wenig Platz. Wie ihr seht. Ja, da können wir die Götzen abgeben. Mal gucken. 1, 2, 3 haben wir fertig. Reiten wir aber in das große Lager hier. Die Zuflucht. Kriegen wir dann nämlich auch vielleicht was Tolles Neues. Ich weiß gar nicht, was es für die eine gibt da. Diese Gruppenquest. Ist das? Nein. Ja. Was Tolles für... Ja, eventuell einen schönen Gürtel. Auch schon mal anfangen. Sehr schön. Wie sieht's Leder verarbeitungstechnisch eigentlich aus? 3,30. Müssen wir noch ein bisschen skillen. Beziehungsweise noch ein bisschen sammeln. Brauchen wir nämlich noch ein paar Stück Leder. Aber kriegen wir noch. Weil je nachdem wie es läuft, kommen wir ja bald hier nach. Entweder ein netter Sturm oder Schattenmontal, weil da gibt es halt auch viel Leder. Holen wir uns da ein bisschen Leder, skillen da weiter. Von daher kriegen wir schon hin. Weil man hier ja quasi im Content ist und wir sind ja im passenden Skillbereich vom Leder, von daher passt das. Und Berufe kann man unter Fertigkeiten gucken. Ja. Wer sieht auch. Erst die Löffel kochen, aber eins. Das Post verschicken. Wir haben ein, zwei grüne Teile bekommen. Also ich empfehle immer, die grünen Teile entweder zu entzaubern oder je nachdem zu verkaufen im Auktionshaus. Essen kann man... Muscheln kann man auch direkt verschicken fürs Essen. Hat schon viel Wert, je nachdem. Mit dem Essen. Oh, können wir erst ein bisschen was verkaufen. Ist besser. Sehe ich gar nicht. Fischhupe, die brauchen wir nicht verkaufen. Das ist für einen Schamanen zum Wasserwandeln.
Buch ist zum Kochen. So, können wir hier hoch. Quest abgeben. Jo, am Ende bleibt man meistens stecken mit seinem Tier. Ach, da kommen wir direkt an, wie fast. Sehr schön. Zack. Gut, das auch noch zu verkaufen. Pflanzenteile haben wir auch noch. Ups, haben wir auch noch Pflanzenteile. 10. Ja, kann sein, dass wir da auch nochmal Ruf bekommen. Die Göttin segne. Jawohl. Ja gut. Was dann plus Ultra bei immerhin. Mal Post verschicken. Die Essenssachen. Schön. So. Und wenn ich richtig gesehen habe, können wir uns hier als ja Fluggestalt. Das ist die, ich glaube, die erste Fluggestalt vom Druiden, die man dann beim Lehrer fast geschenkt bekommt. Und die zweite, da muss man schon schnelles Fliegen haben. Da muss man so eine ewig lange Guffel-Quest-Reihe machen. Jetzt kriegen wir auch die Quest, um diese Dinger hier zu zerstören. Ich weiß noch nicht, ob das damals im Zusammenhang hing mit der Prä-Quest für den Schlangenschrein. Das weiß ich leider nicht. Weil das ist eine der einfachsten Quests, die man machen kann. Man klickt es an, fliegt ein bisschen rum. Beziehungsweise lässt fliegen. Man muss noch nicht mal irgendwas tun. Dafür kriegt man eine schöne Erfahrung. Weil das ist der Eingang zum Schlangenschrein. Und zu drei Instanzen. Guck mal, sind die heißen. Geht das? Nö, guck mal so ein bisschen. Ach, da. Ja, Höhle Schlangenschrein ist der Raid mit 20 Mann. Dann Sklavenunterkünfte, Dampfkammer und Tiefensumpf. 5 Mann Instanzen. Die waren auch nicht schlecht. Ich hab dann alles mal gezeigt, so ein bisschen. Im Pilzland. Todesmoor waren wir, glaube ich, auch schon. Da müssen wir noch ein, zwei Sachen sammeln. Und dann geht's wieder nach Hause. Und 15.000 Erfahrung bekommen dafür. Und jetzt müssen wir halt diese Dinger zerstören. Diese komischen Maschinen, die da am Rand stehen. Gerade gucken. Hier. Damit. Können wir bald wieder Alarkugeln kaufen gehen. Momentan haben wir noch
1120. Ja, von Halakuchen habe ich 1800. Von daher, kommt gut, kommt gut. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Teilt das Video mit euren Freunden. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen.